Recht herzlich willkommen zur 5. Folge von Europa Universalis 4. Ja, sind wir wieder drin in unserem Spiel. Ja, letztes Mal haben wir ein bisschen geguckt und nichts gemacht im Prinzip. Diesmal müssen wir mal weiterschauen. Was machen denn so unsere ganzen Sachen, die wir hier haben eigentlich? Gucken wir mal ein bisschen näher rein. Hatten wir nicht hier? Ja, haben wir hier. Da werden Schiffe gebaut. So, meine Idee war letztens, wir haben ja Schottland die Unabhängigkeit garantiert. Und deswegen bin ich gerade am Überlegen, ob wir nicht hier unser Militär stationieren können, ob das vielleicht geht. Und dann könnten wir Frankreich über diesen Weg. Warte mal, Einflussaktion, Bündnisaktion. Bündnisschließen geht nicht, ist klar. Zugangsaktion, da unten sind sie doch. Bitte um Militärzugang. Ach so, wir brauchen Diplomaten. Gut, was machen unsere Diplomaten denn? Hier oben sind irgendwo Diplomaten. So, einer ist da. Wo ist denn der jetzt hingegangen? In der Bourbonne, nee. Sehe ich den gar nicht. Egal. Entlassen wollen wir hier keinen. Diplomatie, da ist es. Und Schottland. Wir haben keinen Diplomaten, der das entsenden könnte. Das ist ja doof. Aber wir haben doch Diplomaten. Wo kann ich denn hin? Hier hin. So, jetzt. Was sind hier noch zu gucken? Feinde. Aha. Dreieck, Aragon, Kastil. Sind alles unsere Feinde. Schön. Okay. Hier haben wir zwei Diplomaten. Burgund, das war doch hier, ne? Will ich doch gar nicht da verbessern. Ist das da oder was? Abbrechen. Ja. Oder nee, nicht abbrechen, sondern okay. So, jetzt habe ich es dann abgebrochen, glaube ich, ne? In 2 Tagen ist er wieder verfügbar, oder wie sehe ich das? Lass mal gerade laufen. Ein Tag. Zwei. So. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, ob wir hier oben was tun können. Diplomatie wird um Militärzugang. Ja, wollen wir. Der braucht 8 Tage bis dahin, alles klar. Ist auch gut so. So, jetzt müssen wir nur gucken, wann unsere Schiffe fertig werden. Am 14. März. Was haben wir für ein Datum? 4. Januar. Okay, das dauert noch ein bisschen. Aber ist dann die Frage, ob wir hier überhaupt rauskommen, ne? Aber ich denke schon, oder? Hat man da nicht mehr aufgegeben? Irgendwo war doch noch mehr, oder? Ne, es ist nur das wohl gerade, aktuell.
So, was können wir hier tun? Ich möchte diese Provinz wieder haben. Besetzt durch Frankreich. Milde Winter sind es auch schön, ne? Wie sieht's denn hier aus? Immer die Mauer noch nicht zersprengt. Machen die da nix, ne? Da wird auf jeden Fall angegriffen. Ach, Spiel ist in Pause, das wollen wir schon mal nicht, ne? Das wollen wir weiterlaufen. Okay, das heißt, jetzt ist es machbar, dass wir da Truppen stationieren, ne? Das ist ja schon mal gut. Okay. Jetzt brauchen wir nur irgendwie ein Schiffchen oder sowas. Die haben ja welche, ne? Aber wenn wir raus wollen, ist das eine Schwierigkeit hier. Können wir woanders? Hier müssten wir ja auch raus können dann, oder? Aber ob wir dann da langkommen und da ungestört da hoch, das ist dann die nächste Frage, ne? Okay, da kam irgendwie Geld rein. Klingelte auf jeden Fall. So, unser Händler ist wieder frei. Machen wir gerade Pause. Was könnte der tun? Das ist die Frage, ne? Befindet sich jetzt hier. Einflussaktionen. Mach das nochmal weg, mach das nochmal auf. Das wollte ich nicht, ich wollte höher, ich wollte dahin. So, Frieden können wir verlangen. Gut. Das wollen wir haben, das wollen wir haben, das wollen wir haben, das wollen wir haben. Und das wollen wir natürlich auch haben. Was heißt dir das? Wir haben negative Gründe, okay. Volle Annektierung. Picardy und Armagnac. Okay, was haben wir noch für Möglichkeiten? Portugal. Northumberland, was ist denn da? Cornwall ist da. Kernprovinzen zurückgeben, gibt's keine, okay. England widerruft ihren Anspruch auf Picardy. Derzeitiger Besitz ist Burgund. Und was haben wir hier?
Ja. Ist nur die Frage, ob das klappt, aber wir können ja mal die Forderung senden. Schauen, was die Herrschaften daraus machen, aber die werden sowieso ablehnen, ist ja klar, ne? Na, die Löten werden abgelehnt, ist klar. Ja, gut. Dann lassen wir es weiterlaufen, bis unsere Koggen hier fertig sind. Ich stelle mir gerade die Frage, ob wir hier nicht auch besser sowas machen. Das ist jetzt verkehrt, das ist richtig. Sie erzählen uns über das Ereignis der Rosenkrieg, wobei sie von möglichen Optionen Unterschiede aus York gewählt haben. Keine Ahnung, was die da mit uns wollen, aber ist jetzt nicht so entscheidend, ne? So. 329 Tage, 326 Tage. Dann machen wir das doch mal so, dass wir hier auf jeden Fall Zweier hinsetzen. Hervorragend. Okay. Können wir auch nicht ändern, ne? Machen wir 2 und da auch 2, dann haben wir 4. So, dann mehr geht auch nicht, weil wir wieder keine Kohle haben wahrscheinlich. Genau so ist es. So, Gebäude, wird irgendwas gebaut wahrscheinlich? Schauen wir mal. Okay, Zeit muss weiterlaufen. So, eine Einheit ist jetzt hier. Aber wir kommen jetzt hier wahrscheinlich nicht raus, weil, ne? Das hier blockiert ist. Die werden sofort kaputt sein. Okay, das passt. Was denn hier oben? Die sind abgehauen? Ah ne, die haben wir geschafft. Da ist ja auch gestreift. Diplomatie. Ja. Da hat sich von unserer Seite aus nichts geändert, ne? Es wird nicht klappen, steht da. Wird überhaupt was klappen? Oh doch, da wird was klappen. Ich sehe schon. Dann nehmen wir erstmal Calais raus, oder? Aber dann klappt es trotzdem nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Okay. Die Normandie würden wir nicht kriegen bei der Friedensverhandlung. Aber hier unten. Wie sieht es hier aus? Können wir noch was anderes raushandeln? Okay, das geht nicht mehr. Machen wir okay nochmal.
Das geht nicht. Und das geht auch nicht, ist klar. Das war das. Das ging auch nicht. Das geht dann nicht. Okay. Ich glaube, dann verhandeln wir erstmal das. Und senden erstmal die Forderung. Okay. 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 Machen wir jetzt erst gerade Pause. So, was ist das jetzt hier? Das gehört jetzt der Provence. Das gehört uns. Warte mal, politische Karte aufsuchen. Ja, das ist natürlich doof gelaufen. Wäre schöner umgekehrt gewesen, ne? Okay, wir haben jetzt aber hier Zugang auf jeden Fall zum Ärmelkanal, was ja auch sehr wichtig ist. Die Normandie ist noch England, das ist nicht gut. Okay, wir werden weiter dran arbeiten müssen. Aber wir müssen auch gucken, dass wir hier, das Embargo ist ja jetzt erstmal durch, glaube. Was haben wir denn hier Neues? Pause ist drinne, so. Wir brauchen Rivalen, okay. Unruhen. Da unten sind Unruhen, ist klar. Was haben wir hier? Zu viele diplomatische Beziehungen hat sich nicht geändert. Waffenruhe wird enden. August 1457. Naja, das ist noch ein paar Tage hin, ne? Angebot für Staatsehe von Olen. Okay. Ja, gut. Das wissen wir. Das sind noch ein paar Tage hin. 14. September und 20. September. Wir haben gerade Pause im Spiel. Ich würde sagen, für die Runde soll es erstmal wieder reichen. Wir haben unser Land ein bisschen vergrößert. Nicht optimal, weil wir würden gerne ja noch mehr haben. Aber das müssen wir dann später in Angriff nehmen. Dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.